Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, beim nächsten Part von Let's Play Darksiders. Also, ich bin jetzt, wir haben meinen Weg wieder zurückgefunden. Moment, wie ist meine Gesundheit? Wo kann ich meine Gesundheit anschauen? Oh mein Gott, die habe ich nötig. Komm du her, du Truhe. Hey, hey, hey. Ja, halt dich nicht überall fest. Ich war da unten. Dankeschön. Wir sind jetzt kurz vor dem Bosskampf. Also, das habe ich im Gefühl, das spüre ich in Leber und in der Niere. Gute Frage, warum heißt es eigentlich telefonieren, wenn nicht Telefonleber? Okay. Gut, meine Dame, ein Schwert für Sie aus guter Küche und Schmiede angefertigt. Und ja, eine Sache, die ich jetzt noch erwähnen wollte, ist, dass ich werde zukünftig wahrscheinlich bei Kämpfen eher dann ruhig bleiben, weil dann einfach, wenn ich probiere, irgendwas zu kommentieren, dann geht es meistens in die Hose und dann geht auch einfach mein Skill unter den Nullpunkt. Oh. So, das war die Stelle. Jetzt erinnere ich mich. Ich hoffe, es passt so vom Sound. Ich habe den ein bisschen runtergedreht, weil meine Stimme war noch immer ein bisschen leise. Oh. Ja. Okay, Moment. Wenn ich mich... Genau, da oben war es. Ich dachte doch... Wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, ich brauche da irgendeine Wurfwaffe oder so? Also bevor ich zum Bosskampf gehe, dann schaue ich erstmal, was hier. Hier muss ja wohl... Oh, er findet schon sein Mollchen. Na, du möchtest du was? Möchtest du was Eisenhaltiges? Bitteschön. So. Mache die Türe da auf. Gut, was haben... Eine Truhe, okay. Ich schaue mich erstmal hier um und hier haben wir noch eine Truhe. Und hier haben wir das Artefakt. Da waren zwei Truhen, zwei Geheimnistruhen. Hm. Wow. Teil der Abgrundrüstung. Alles klar. Da unten war ich doch. Da bin ich nicht hin. Bin ich jetzt... Habe ich hier irgendwas verpasst? Ich war hier nicht. Was ist denn hier drin? Das muss ich jetzt mal... Erhöht kriegsmaximalen Zorn. Zum Glück bin ich hier nochmal zurückgegangen. Ein paar neue Upgrades und Power-Ups ist es hier. Das passt doch wunderbar jetzt auch für den Kampf, der dann wahrscheinlich kommt. Gut, aber wie komme ich... Ich will noch an das Artefakt da irgendwie drankommen. Aber da habe ich keinen Plan wie. Und komm schon! Yes! Artefakt Meister. Dieser Talisman repräsentiert die Elite-Klasse der Artefakt der Legion. Nur 6 wurden hergestellt. Zu Vulkrim. Aha. Kriegen wir einen richtig großen Boni hier. Die Truhe hat. Gut, wo muss ich jetzt. Wo muss ich jetzt nochmal zurück? Hier durch die Tür, oder? Ja, hier war ich richtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin aufgeregt. Der erste richtige große Bosskampf. Das andere sind ja eher nur Minibosse. Ja, und wir werden auch nicht mehr so schnell wieder abhauen können. Ach, das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß, Leute. Oh, eigentlich meine ich das Gegenteil. Es wird ein sehr stressreich. Es wird stressreich. Es wird spaßig. Aber, Mann, was sind das für lange Streppen hier? Dum, 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 dum. Oh, diese Anspannung. Ich laufe jetzt absichtlich langsam, um ein bisschen Stimmung reinzukriegen. Ja, ihr seht es in der Karte, der große Totenkopf in Rot, das heißt ein Bosskampf. Ich bin ruhig. Der Rat, die Reiter zu gewöhnlichen Attentätern degradiert. Oder hat Samael deine Loyalität gekauft? Wenn du käuflich bist, Reiter, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Meine Bedingungen werden dir nicht gefallen. Oh mein Gott. Hat die Brüste? Sieht so aus. Na Gott, das ist eine Königin. Tiamat. Okay, und wie soll es jetzt ablaufen, wenn sie fliegt? Dafür brauchen wir also schon mal den Schurigen. Du hättest mein Angebot annehmen sollen. Wie schade. Ja, komm du her.
Moment, ich muss jetzt mir erstmal schauen, wie klappt es jetzt. Okay, ich habe Bomben, ich habe Feuer, ich habe eine feuerspeiende Fledermaus. Hat die das gerade kaputt gemacht? Gut. Achso, die macht den Weg für mich frei, das passt ja. Uah. Ah, das sind inaktive Bomben. Das heißt also... Au, das geht also auch so. Ah, das wird jetzt blöd. Eieiei. Zielen und... Das ist so blöd jetzt. Also ich muss die... Ich probiere es jetzt einfach nur. Ich muss sie anscheinend mit Bomben bewerfen und sie dann abknallen. Die Bombe ist noch da. Aua. Achso, falsche Taste. Ei, Karamba. Warum lädst du nicht? Oh ja. Es hat getroffen. Okay, aus dem Zielmodus. Und jetzt einfach draufschlagen. Einfach draufschlagen, einfach draufschlagen. Oh, oh. Die ist aber jetzt ein bisschen nah dran. Wo ist sie denn? Ah, da fliegt sie ja. Das nimmt kein gutes Ende für dich, Alter. Meine Liebste, du hast eine Raucherlunge, so würde ich das sagen. Vom, was macht die? Was hat die vor? Achso, ich dachte schon, die macht einen... Oh. Wow, aha, ich hatte es doch gewusst. Wir machen einen Sturzflug hier. Wow, ei, Karamba, wie soll man da denn ausweichen? Okay, die kommt nochmal. Uhu. Das war knapp. Hey, der Witzka. Ah, daneben. Wo ist die nächste Bombe? Wo ist die nächste Bombe? Ich brauche eine Bombe. Jetzt macht mir meine Bomben nicht kaputt. Ich habe die Bombe wieder verloren, oder? Ja, ich bin gleich tot. Ich kann die Bombe nicht... Au, Mann. Ich bin sowas von tot. Ja, ich bin tot. Oh mein Gott. Es wird heute wahrscheinlich wieder ein längeres Video. Ich will das wirklich nicht am letzten Strengpunkt neu starten hier. Volles Leben. Ich glaube, ich muss ja jetzt auch wirklich ruhig bleiben. Kann ich das überspringen? Bitte? Irgendwie? Danke. Ach, da sehen wir wieder Tiamat in ihrer ganzen Schönheit. Oh mein Gott. Ich habe irgendwie nicht so wirklich Lust, weil es ist viel Arbeit. Ihr müsst es selbst spielen, um zu verstehen, was ich meine. Die Arbeit mit dem Schuh. Du hättest mein Angebot annehmen sollen. Und du hättest weniger rauchen sollen. Ich kann ihrer Stimme... Ach, Alter, yeah. Mein Herz. Die klingt schon ein bisschen wie Gollum hier. Sieht nur nicht halb so... Sieht aber nur halb so gut aus. Gut, die macht also schon mal... Oho, habe ich dich erwischt? Nein, das war jetzt nichts. Achso, ich habe die gar nicht erwischt. Gut, also ich brauche jetzt noch mal eine Bombe. Alter, ich verliere auch immer die Bombe, wenn die mich angreift. Die blöde Go. Nein. Ja, da rollt die Bombe. Ja, bleib du hier. Sieht ein bisschen aus wie so ein Bonbon. Hab ich die... Ich habe sie nicht erwischt. Wo ist die? Jetzt habe ich dich. Gut. Anvisieren, anvisieren und... Alter, das ist aber auch mit der Kamera blöd. Oh mein Gott. Also für den ersten Bosskampf ist es schon ganz schön was. Die Bombe ist weg. Alter, Falter.
Wie er immer die Bombe fallen lässt. Halt mal still. Ich hab die verfehlt? Das ist ja jetzt wohl ein schlechter Scherz, oder? Die hängen hier hinterm Ohr. Die hängen hier hinterm Ohr, die Bomben. Jetzt bleib doch endlich mal stehen. Ich kann die nicht erwischen. Na toll, jetzt habe ich mich verdrückt. Verdammte Kacke. Ich bin gleich wieder tot und ich... Das ist so schwierig. Ja, jetzt habe ich das Feuer nicht erwischt. Ich kann mich eigentlich gleich wieder sterben lassen, das bringt nichts. Los. Das bringt gar nichts, weil ich muss die dann auch noch im Nahkampf besiegen. Was soll denn der Kack? Ach, jetzt erwischst du mich nicht, oder was? Natürlich, jetzt klappt's. Ja, kann ich jetzt auch sowas wieder vergessen? Ja, jetzt bin ich... Ich bin gleich tot. Also, ich kann vergessen, dass ich es irgendwie noch schaffen kann. Das nimmt kein gutes Ende für dich, Reiter. Ja. Beende es einfach. Beende es mit einem letzten Hieb. Ja. Mein Gott. Mein lieber Herr Gesangsverein. So, überspringen. Bitte, Dankeschön. Komm schon. Einstellung, nein. Einfach lassen, ja. Also, es tut mir jetzt leid, aber ich spiele das jetzt, wie gesagt, zum ersten. Also, das ist einfach auch, wenn ich das mit Tastatur und Maus spielen würde, es wäre noch um einiges schwieriger, aber... Das nimmt kein gutes Ende für dich, Reiter. Ja. Ja, jetzt ist nämlich... Natürlich, ist die Baute hier im Weg. Warum schießt die jetzt durch? Warum hat die jetzt da durch... Ist es durchgegangen? Alter! Okay, ich bleib mal ganz ruhig jetzt. Jetzt bleib einfach mal da, Tiamat, ja? Moment. Ich muss den Elstick gar nicht gedrückt halten, damit er anvisiert. Gut zu wissen. Ich versuche jetzt so viel von der abzuziehen, wie es geht. Oh, wo ist sie? Du hättest mein Angebot annehmen sollen. Okay. Gut, einmal ausgewichen. Wo kommt sie? Zweimal ausgewichen? Oh mein Gott, Mann. Das ist intens für mich. Und dreimal ausgewichen. Na toll, ich hab verfehlt. Wenn ich mal einfach mal die Klappe halte, dann geht's auch besser. Okay, ich hab dich. Hey, der hat aus. Wo ist die Bombe? Yes!
Alter, da aus. Na komm du runter. Oh, die bleibt da. Oh. Da bist du der. Da bist du der Bad. Autsch. Ja, ich sollte vielleicht. Was macht die? Oh, B, quick time event, da kommst du! Bam! In your face! Oh, weg, 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 weg. Oh ja, oh ja. Nimm alles, nimm alles. Oh ja. Naja, so ist es gut, so ist es gut. Oh mein Gott. Oh, quick time. Oh, und du bist nur mal in deine Fresse. Bitteschön. Es läuft gut. Kommst du her, kommst du her. Komm zu Papa. Oh ja, gut, 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 gut. Oh, das ist gut. Chaosfresser Stufenaufstieg. Oh ja, das ist gut. Ah, genau unter der Frau. B gedrückt, komm schon. Dreimal New Face. Oh mein Gott, ich schwitze gerade. Es läuft aber gut irgendwie. Oh ja. Und es ist vorbei. Oh. Genau, gib's ihr, Krieg. Gib's ihr. Hm, die werden ein schönes Andenken über meinem Kamin abgeben. Reiß ihr bei lebendigem Leibe das Herz heraus. Ich will sie schreien hören. Ich bin eine der Auserwählten. Ich kann dir jeden Wunsch gewähren. Kannst du das Gleichgewicht wiederherstellen? Eiskalt bis zum letzten Atemzug. Ein Wunder, dass Samael dieses Ding haben will. Es strotzt vor Macht. Glaubst du wirklich, er lässt dich lange genug leben, um etwas davon zu haben? Herz des Auserwählten. Samael benötigt diesen Gegenstand voll mächtiger magischer Energie, um Zugang zum schwarzen Thron zu haben. Lebensstein erhalten, na? Das kriegen wir also, wenn wir einen Bosskampf erledigt haben. Gut. Oh. Hier! Was ist das? Naja, das, meine Lieben, werden wir im nächsten Part erfahren. Also, das war der Postkampf gegen Tiamat, die Fledermauskönigin. Boah. Also für den ersten Kampf war das ganz schön eine harte Nummer, also für mich. Hier. Die Zwielichtkathedrale. Du solltest besser kommen, wenn ich dich rufe. Ja, ich komme hier schon, Meisterchen, Meisterchen, Meisterchenbeobachter, du blöde Nuss. Also, wenn euch dieser Part gefallen hat, ich werde gleich wieder weiterspielen, natürlich, um noch mehr Unterhaltung zu liefern, dann lasst es mich wissen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part bei Let's Play Darksiders. Ich bin euer 93 Schwubo, I love to entertain you, tschüss and goodbye.